Dann wurde es Nacht und die haben aufgehört mit dem Bauen, weil sie nachts lieber schlafen. Das ist sehr realistisch mit dem Millionär-Mod, dass man nur tagsüber mit Siedlungen handeln kann. Und da sollte man nachts doch lieber schlafen und warten, bis die Stadt mit einem zusammen aufwacht. Ja, es passt genau rein, eine Steinmine und die direkt neben der großen Ruine. Steinmine, Ruine, wow. Huch, warum ist denn... Ich brauche mehr Orientierung. Ich muss hier, glaube ich, mal ein paar Straßen und Lichter reinziehen, damit ich weiß, wo ich hier langlaufe. Gut, damit ist das Ziel der letzten, hoffentlich weniger als 10 Episoden, in denen ich hier nur Erde gesammelt habe und rumgebuddelt habe, auch wieder erfüllt. Oh Gott, ich glaube, ich habe 15 Episoden damit verbracht, nur Erde von A nach B zu transportieren und in einer sehr großen Gegend zu bauen. Tut mir leid, ich hoffe, die Musik hat ein bisschen darüber hinweggetröstet, die ich dann irgendwann doch wieder eingespielt habe. Ich habe auch viel erzählt zu Minecraft, das sollte nicht ganz so tragisch sein. Ich baue hier auf jeden Fall diese Stadt richtig groß aus und das kann etwas langweilig werden manchmal. So, dieser Brunnen kriegt einen Rand von 2 und geht dann schräg flach runter. Und dann habe ich den Brunnen hier mal verschönert. Och, ein Spiel gebrüllt. Ja, das ist sehr elegant bisher. Wenn das Ganze mit Gras überwächst und der Bettergras, der allerdings nicht der Mod ist, den viele lange Zeit verwendet haben, sondern Bettergras implementiert in Optifine mit viel Einstellungsoptionen und einer mittelmäßigen Grafikeinstellung, würde dann sehr schön aussehen, wenn ich es wieder anstelle. Allerdings ist das hier immer noch zu ruckelig dafür. Ich muss die Ruine nochmal besuchen und die Staffel wird noch eine Zeit gehen. Ich weiß nicht genau, ob die aufgenommenen Dateien nur eine kleinere Dateigröße sind, weil ich die Sterne nicht sehe, wenn es Nacht ist, und weil ich die Sonne nicht sehe, wenn es Nacht ist. Das könnte dafür sorgen, dass die komprimierten Videos wesentlich kleiner sind. Da freue ich mich beim Hochladen auf YouTube. Aber ich bezweifle, dass die unkomprimierten Videos, die Traps aufnimmt, dadurch kleiner werden. Und ich wundere mich, dass ich bisher in dieser Staffel nur 33 GB aufgenommen habe und die Anzahl der Episoden dafür doch wesentlich höher ist. Ach ja, hier geht's runter zu meiner Festung. Dann mache ich das hier diagonaler. Aber das Problem dabei wäre hier der Abschluss zu deiner blöden Baumfarm, die diese Millionärsiedlung hier schon von Anfang an stehen hat. Ja, ziemlich von Anfang an auf jeden Fall. Die steht hier schon fast eine Ewigkeit. Der Brunnen leider nicht. Den Brunnen hat der schöne Brunnen, der jetzt aus Stein ist, hat leider mich sehr viele Ressourcen gekostet, weil er meine Truhen überbaut hatte im Untergrund. So. Und das wird jetzt allerdings hier schön flach. Und ein paar Blümchen nehme ich dadurch noch mit. Ich glaube, ich sollte hier auch ein paar Blümchen pflanzen, aber Bohnenmehl ist mir gerade zu wertvoll. Ich habe nicht endlose Vorräte davon. Ich bin nicht viel nachts durch die Wüste gelaufen und habe Zombies gejagt. Ich habe auch nicht viele Pfeile für Notfälle, falls was schief geht bei meinen Zombie-Jagden. Und ich habe keine Monster-Spawn-Fallen, die mal eben ganz viel ernten, gebaut, weil ich das finde, dass beeinflusst die Entwicklung der Welt zu sehr und beschleunigt das Spiel zu sehr, und Millionär wächst nicht so schnell, wie ich dann mein Inventar voller Krempel haben könnte. Das ist etwas unausgewogen. Deswegen habe ich keine Monster-Spawner-Fallen. Ich habe 3 Monster-Spawner bekommen in Truhen durch den Mod, der hier die World City-Ruinen erstellt. Die werde ich vielleicht irgendwann in einen Raum platzieren. Vielleicht mache ich da ein Monster-Spawner-Museum. Vielleicht mache ich mir eine kleine Arena. Allerdings nicht hier. Es ist mir hier zu ruckelig für Monsterkämpfe.
bin schon oft zu einfach gestorben in einem Kampf gegen Monster, nur weil es ruckelte und der Zombie zischelte und ich hatte ein Bild pro Sekunde und konnte nur hoffen, dass der Creeper von mir stirbt, aber tat es dann auch und hat mich viel zu gut getroffen. Ich kann nicht wegrennen oder zielen mit einem Bild pro Sekunde. Deswegen jetzt mit kurzer Sichtweite hier mal was aufbauen, damit die Stadt sich zumindest weiterentwickeln kann. Und während die Stadt sich dann in meiner Nähe weiterentwickelt, werde ich nochmal der Ruine einen Besuch abstatten und ein paar weitere Dungeons beseitigen, sodass da weniger Wasser durch die Gegend fließt und weniger Monster-Spawner die Ressourcen meines Rechners so sehr fressen, dass Fraps aufhört aufzunehmen, weil es einfach nicht mehr speichern kann. Und dann habe ich richtig blöde Grafikfehler manchmal. Und da werde ich laut und sauer. Das tut dem Spiel nicht gut, meiner Aufzeichnung nicht gut und meiner Stimme nicht gut. Und die entspannte Jazzmusik jetzt in der Nacht beim Bauen, völlig ohne Monster, ist doch was Schönes. So, anscheinend mache ich hier einen Weg nach unten. Ich weiß nicht genau, ob ich hier eine Wand ziehe. Ich denke schon, das wird mal eine schöne Erdwand. Oder eine Stufe mache ich hier. Schöne, große, lange Stufen. Wie würden denn, wo würden denn Stufen hier unten enden? Wenn ich das hier schräg seitlich mache, mit Gras bedeckt, wie würde das runtergehen? Im Grunde wäre das eine schöne Treppe und da kann ich dann auch noch eine Farm drauf bauen.